Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreativ for All. Heute möchte ich euch meine goldene Verpackung zeigen und wie ich die gebastelt habe, das zeige ich jetzt. Als erstes will ich sie zeigen, dass ich, wenn man zu nah an den Kanten ist, von einem weißen Blatt Papier, dass man nicht unbedingt immer alle Ecken ordentlich ausgestanzt bekommt. Deswegen habe ich jetzt hier einen extra einen weißen Stern ausgestanzt. Den tue ich jetzt als erstes ganz schnell noch mit goldener Tinte benetzen und dann abstempeln. Hoffentlich funktioniert es jetzt besser als beim letzten Mal. Ach, wunderbar. Die Tinte braucht ein bisschen zum Trocknen, deswegen habe ich es jetzt als erstes gemacht. Als weiteren benötigen wir hier ja Designpapier, um die goldene Schachtel, die ich hier habe, gibt es schon vorgestanzt. Mini-Pizza-Schachteln in Gold von Stamping Up. 8 Stück sind da. Das ist jetzt mein zweites. Wir können jetzt das als erstes falten. Damit wir gleich wissen, welche Teile wir mit Designpapier bekleben wollen. Ich habe nämlich auf meiner Schachtel erst das im Ganzen gelassen und gleichzeitig als erstes natürlich die Unterseite mit Designpapier geklebt. Und als ich dann das zusammengelegt habe, habe ich gemerkt, dass ich die Oberseite gar nicht mit Designpapier beklebt habe. Die habe ich dann erst im Nachhinein aufgeklebt. Und das möchte ich eigentlich heute vermeiden. So, also müssen wir dieses Stück mit Designpapier verkleben, dann die Seiten, 1, 2, 3 und dieses Stückchen. Dafür habe ich jetzt heute das Designpapier. Ich habe leider nicht so großen. Dann muss ich ja alles erstmal ein bisschen ordnen. Schauen wir mal schnell. Das ist unser neues Schneid- und Falzbrett. Ups, hier ist mein. Da sind die Zentimeter, unten sind die Inch-Einheiten. Geht auch bis 16 cm. Das ist der äußerste Rand. Da sind auch diese Einkerbungen bis zur 16. Nur wenn man es aufklappt, ist 1, 2, 3 cm sind nicht dabei. Erst das dritte und das vierte ist nach 16, also 16,3 fängt wieder an, 4 und dann geht es weiter. Diesmal ziemlich lang und zwar bis 23,6 cm, also wesentlich größer als das 12x12 Inch Bogen. Ich habe dieses Designpapier aus dem festlichen Karos verwendet und dann muss ich erstmal, das ist 1 Inch, also das wäre ein 3/4 Inch großes Stück und das habe ich auf. Das waren 9 cm, 9x9 cm, also sind es, habe ich 2 oder 15, 4 cm kleiner gemacht. Dann sind es, wie viel? 9,8, 9,7. Ich mache mal auf
8,7 mal 8,7. Die Maße, die richtigen Maße blende ich unten dann noch mal ein. Was wirklich stimmt, das war ein wenig knapp. Das reicht schon. Und dann mache ich da ein bisschen schmäler auf 8,5, 8,4. Und dann brauche ich, das ist nämlich, die Seiten sind knapp 1 cm, 1 Inch. Und da mache ich dann 3/4 Inch. Ein bisschen mehr. Und 7/8 Inch. Das muss ich ein wenig runterschieben. Jetzt habt ihr, glaube ich, gar nichts gesehen. Kann man hier wunderbar anlegen. Das ist ein bisschen kurz. Zweimal habe ich schon. Das mache ich daraus nochmal. Einen Streifen 7/8 Inch und dann tue ich 8,5 Zentimeter verbrauchen. Es reicht mir nicht ganz. Brauche ich noch mal einen Streifen mit 7/8 Inch. Und 8,5 Zentimeter. So. Man kann das hier so gut sehen, weil man es hier zur Seite schiebt oder hier runter schiebt, sind da extra noch erhöhte Erhöhungen, wo man das Blatt, wenn man hier ein ziemlich schmales Blatt hat, wunderbar an. Legen kann. Und dann verrutscht es auch nicht. Das legen wir alles zur Seite. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt nur unser vorgefalzten Karton. Habe ich diesmal ein bisschen größer geschnitten, aber das gefällt mir ganz gut. Und den werden wir einfach mit Flüssigkleber bekleben, festkleben. Nicht verrutschen. So. Und jetzt tun wir das nach oben schieben und dann sieht man hier, da geht das wunderbar, dass man das so mit festkleben kann, die Seiten. Einfach mal festdrücken und einfach in Ruhe lassen am besten. Weil durch die Glanzoberfläche das Papier dann schneller verschiebt, als man es wirklich will. Da könnten wir noch ein Stückchen einschneiden. Ich mache es diesmal Pi mal Daumen. So. Finde ich ganz gut.
Das Größte haben wir jetzt eigentlich schon. Jetzt geht es nur noch am Zusammenbauen. Dazu werden die Seiten zueinander geklappt, das hoch und dann einmal um diese Sache herum gelegt. Die dann auch darüber gelegt. Hier eingeklappt. Und schon ist deine Schachtel fertig. Jetzt geht es nur noch ans Dekorieren. Dazu habe ich aus dem gleichen Designpapier, oder ist es festliches Karo, habe ich mir diese, ich würde sagen, Rentiere ausgesucht. Und der Kreis ist ein 2,5 Inch großer Kreis, den habe ich schon ausgestanzt. Den möchte ich mit Dimensionals bekleben. Können wir gleich eigentlich festkleben. Natürlich schauen, dass man es auch richtig rum, so rum geht die Öffnung auf, Schachtel auf, also so rum. Dann möchte ich noch, ich mache ein bisschen was zur Seite, aus dem Weihnachtsmix Freude im Advent stempeln. Habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, ein Stückchen Restfarbkarton und Tannengrün, das Stempelkissen. Und das habe ich schon auf den Block gezogen, Freude im Advent. So, das war gut, wunderbar. Damit wir es noch ein bisschen schöner gestalten, habe ich hier in den unterschiedlichen Farben mir Fingerschwämmchen und auch hier genau eingeschrieben, wo welches Fingerschwämmchen ist. Also nehme ich das Tannengrün heraus. Wie man sieht, ist es auch noch Farbe drauf. Und wir müssen als erstes das ausstanzen. Da habe ich ein schmales Zieretikett genommen. So. Und dann einfach mit dem Fingerschwämmchen die Ränder ein bisschen schön anmalen. Das ist, reicht schon. Als weiteres Deko-Objekt habe ich den Zierzweig. Den möchte ich auch zweimal in Tannengrün ausschneiden. Stanzen. Der wird dann einfach ganz bisschen hier entlang drapiert. Der schöne Stern wollen wir oben drüber haben. Die Freude im Advent soll da drüber. So, als erstes muss ich dann meinen Stern noch mal fixieren. Den hatte ich auch in 3D-Optik einfach einen schönen Klebepunkt, also doppelt Dimensionals, und die einfach mit Flüssigkleber vorsichtig unter den Stern drapieren.
hier. Damit es auch kleben bleibt, verwende ich meistens eine Schere zum Andrücken. Auch hier, das macht nichts, dass der nicht ganz, sieht man ja eh gleich nicht. Den Zweig einfach hier festdrücken. Dann brauche ich noch ein Stückchen 3D Pad für hier vorne. Und das hintere Stückchen wird ein bisschen nur angeklebt. So. Und dann habe ich noch einerseits hier Strasssteine und andererseits das gestreifte Geschenkbad. Auch in Tannengrün. Da möchte ich noch eine kleine Schleife haben. Die muss ich mir natürlich dann jetzt zurechtziehen, so wie ich das möchte. Einfach schräg abgeschnitten, die Schleife. Und dann braucht man hier einfach noch einen Klebepunkt auf der Rückseite. Den klebe ich noch mit der Schere oben hier hinten drauf. Und dann habe ich noch facettierte Glitzersteine in Gold. Und da nehme ich mir ein bisschen zur Dekoration einen größeren. Machen wir diesmal zwei große. Nicht da, wo du sollst, sondern von hier. So. Das war es eigentlich schon. Das ist mein zweites kleine Box, goldene Box. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Renate. Tschüss.